Ja, herzlich willkommen. Erstmal die obligatorische Frage an die letzte Reihe. Seid ihr da hinten alle noch wach? Sehr gut, denn wenn ich um die Uhrzeit in einem Hörsaal sitzen würde, wäre ich mir da ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich möchte euch heute etwas über einen physikalischen Effekt erzählen. Ich weiß, Physik ist jetzt nicht so jedermanns Ding und die meisten, also es gibt auch wirklich Leute, die haben Angst davor und das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Aber im Gegensatz zu Physik kann man die Leute eigentlich meistens ganz gut mit Essen begeistern und deshalb reden wir heute einfach erstmal über Snacks. Stellt euch vor, ihr hättet eine Chipstüte oder eine Erdnusstüte und reißt da oben nur so eine Ecke ab. Ist ja sonst immer ein bisschen nervig, wenn man die Tüte wieder verschließen will und ja, man die Tüte komplett aufgerissen hat. Ist sonst immer nervig, wenn Reste bleiben. Nicht, dass das passieren würde, aber man weiß ja nie. Und dann habt ihr da so ein Loch in der Tüte und das Loch ist eigentlich viel größer als die Erdnuss oder der Chip selbst. Und ihr dreht die Tüte um und es kommt einfach nichts raus. Wer hatte das schon mal? Einmal Hände hoch. Sehr gut. Und wer von euch stand schon mal im Stau? Vielleicht sogar auf dem Weg hierher? Okay, das sind ja fast alle. Dann kennt ihr nämlich alle den Effekt schon. Das ist nämlich vom Prinzip her genau das Gleiche. Und ich möchte euch jetzt erklären, was dieser Effekt genau ist und wie man den verstehen kann. Um den Effekt zu verstehen, schauen wir uns zunächst mal ein dynamisches System an. So ein dynamisches System kann sich mal flüssig und mal fest verhalten und zwischen diesen Zuständen abrupt hin und her wechseln. Außerdem haben wir bei unserem Effekt ja eine gewisse Form von makroskopischen Teilchen. Im Folgenden sind das hier unsere Teilchen. Als Wissenschaftler spricht man an dieser Stelle nun von sogenannten granulären Medium, also nahezu runden Teilchen. So ein Minion entspricht jetzt also quasi einem Sandkorn oder einer Erdnuss oder eben auch einer Zelle. Sand kann sich nun flüssig verhalten, wenn er uns zum Beispiel durch die Finger rinnt. Und die Minions können alle zusammen hinter Gru herrennen. Und auch Zellen im Körper können sich flüssig verhalten, indem sie sich dynamisch bewegen. Alle diese Systeme stellen also in gewissermaßen dynamische Systeme dar. So ein System hat nun verschiedene Eigenschaften. Zum einen wirken Kräfte zwischen den verschiedenen Teilchen des Systems. Die Minions sind ja nicht perfekt rund und können sich auch verformen und deshalb wirken diese Kräfte in ganz verschiedene Richtungen. Eine weitere Eigenschaft ist die Packungsdichte so eines Systems, also die Anzahl Minions pro Fläche. Je enger sich die Minions kuscheln, desto größer wird die Packungsdichte. Setzen sich die Minions nun in Bewegung gemeinsam, dann wirken ebenfalls Kräfte zwischen ihnen. Diese Kräfte werden umso größer, je näher sich die Minions kommen. Laufen die Minions nun alle zusammen hinter Gru her und treffen dabei auf eine Enge, wie zum Beispiel eine Tür, dann wirken ebenfalls Kräfte zwischen ihnen. Aber da ja eine Enge im Weg ist, wird auch die Packungsdichte erhöht und dadurch werden die Kräfte auf die Minions verstärkt. Und diese Kräfte können dann auf den Türrahmen oder auch die Wände übertragen werden und dort sogenannte Kraftketten ausbilden, die die Bewegung des Systems blockieren. Und die Minions bewegen sich dann einfach nicht mehr. Man spricht an dieser Stelle auch von sogenannten Force Chains. Kommt ein dynamisches System durch eine Blockade zum Erliegen, spricht man vom sogenannten Jamming-Effekt. Das ist nämlich der Effekt, über den wir heute reden wollen. Jamming beschreibt einfach das Phänomen, dass ein granuläres Medium zunächst deformiert werden kann und fließt, bei einer geringfügig größeren Packungsdichte sich die Teilchen jedoch schon gegenseitig blockieren und so die Bewegung zum Erliegen kommt. Physikalisch sieht es dann in etwa so aus, vereinfacht eher so. Ihr fragt euch nun sicher, oder ich habe mich das zumindest gefragt, ob so ein fester Zustand beim Jamming jetzt einfach einer Art Feststoff entspricht. Aber die Antwort ist nein. Es gibt da zwei entscheidende Unterschiede. Ihr alle kennt wahrscheinlich ganz verschiedene Arten von Feststoffen. Jeder hatte wahrscheinlich schon mal einen Stein in der Hand oder vielleicht auch schon mal einen Kristall. Und diese Feststoffe haben eins gemeinsam. Die haben so ein sehr geordnetes Gitter. Beim Jamming hingegen haben die beiden Phasen, sowohl die flüssige als auch die feste, eher eine unsortierte Struktur. Und sie sind ja in ihrer Bewegung blockiert und deshalb können sie sich auch nicht weiter ordnen. Das wäre sonst so, als würdet ihr Autos in einem Stau dazu auffordern, sich nach der Farbe zu sortieren, was ja offensichtlich nicht geht. Das Ganze lässt sich jetzt auch ganz gut mit Bücherregalen vergleichen. Stellt euch einfach vor, ihr hättet zwei Bücherregale, ein Feststoffregal und ein Jamming-Regal.
In dem Feststoffregal habt ihr ganz normal Regalbretter und die Bücher sind auf die Regalbretter sauber ordentlich aufgestellt, schön sortiert. Und beim Jamming-Regal wurden einfach alle Regalbretter entfernt und die Bücher ganz unordentlich in der Schwebe einfach in das Regal eingeklemmt. Für diese Bücher wäre es jetzt energetisch viel sinnvoller, einfach runterzufallen. Aber sie sind ja in ihrer Bewegung blockiert, deshalb können sie nicht runterfallen. Deshalb befindet sich dieses System oder dieses Jamming-Bücherregal auch nicht im Gleichgewicht, im Gegensatz zu dem Feststoffregal. Wie lange so ein System nun in dieser blockierten Phase verbleibt, ist unklar. Wir können zwar versuchen, das experimentell zu bestimmen, aber das ist sehr schwierig, weil das durchaus sehr lange dauern kann, bis sich so ein System wieder löst. Und wir haben ja nicht ewig Zeit und wollen auch nicht ewig warten. Es ist nun aber trotzdem relativ einfach, ein statisches System wieder dynamisch zu machen. Man muss halt nur ein bisschen nachhelfen. Es reicht zum Beispiel bereits, eine senkrechte Kraft auf seine Kraftkette einwirken zu lassen, sodass diese zerbricht. Dann können sich die Teilchen auch wieder bewegen. Eine weitere Option ist das Schütteln der Teilchen. Wenn wir die Chipstüte haben, schütteln wir ja auch. Und dann bewegen sich die Teilchen wieder. Nun gibt es aber auch einfach Situationen, wo wir Jamming von Grund auf einfach vermeiden wollen. Gerade wenn es sich statt um Minions eher um Menschenmassen handelt, wäre es sehr ungünstig, wenn irgendwo Blockaden entstehen würden. Deshalb probiert man an Stellen, wo viele Menschen zusammenkommen, zum Beispiel vor den Ein- oder Ausgängen von großen Konzertsälen Säulen zu platzieren, um eben die Fließdynamik des Menschenstroms so ein bisschen beeinflussen zu können. Außerdem ist es viel schwieriger, auf so einer runden Oberfläche von einer Säule eine Kraftkette zu stabilisieren und deshalb wird Jamming einfach häufiger vermieden. Hier sehen wir so ein Beispiel von einer Säule. Oh, falsches Bild. Ich meine natürlich eher diese Säule. Die erste Säule würde wahrscheinlich eher Leute anziehen und dazu ermutigen, stehen zu bleiben. Und das wäre ein bisschen kontraproduktiv. Das andere hingegen ist ein Beispiel aus der Hamburger Elbphilharmonie. Dort befindet sich so eine Säule vor dem Eingang einer Konzerthalle und erfüllt ihren Zweck. Also merkt euch, es ist durchaus sinnvoll, Säulen mitten in den Weg zu bauen. Im Gegensatz zu dem Jamming gibt es auch noch einen Umkehrprozess, das sogenannte Unjamming. Unjamming kann vor allen Dingen in der Krebsforschung relevant werden. Denn wir haben bei uns im Körper ja auch Zellen und die sind in Geweben sortiert und dort eigentlich auch blockiert und bewegen sich nicht groß. Aber manchmal passiert es eben, dass sich eine Zelle löst und durch den Körper wandert. Das ist jetzt auch erstmal nicht schlimm, aber wenn es sich dabei um eine Krebszelle handelt, dann kann das zum Problem werden. Dann können sich nämlich an anderer Stelle im Körper Tumore bilden. Man spricht da von Metastasenbildung und das wollen wir nicht. Neben Forschern nun probieren, diese Relaxationszeit, also ja, den Prozess des Loslösens der Zellen bei den Krebszellen genauer zu erforschen, probiert man eben die Vorhersage von Metastasenbildung bei Krebserkrankungen zu verbessern und dementsprechend die Therapiemöglichkeiten anzupassen. Also ihr merkt schon, das ist ein durchaus allgegenwärtiges und relevantes Thema. Und damit möchte ich auch schon zum Ende kommen. Ihr fragt euch jetzt sicher, was habe ich hier eigentlich gelernt? Und ich hoffe, ihr habt einfach mitgenommen, dass Jamming der Phasenübergang eines granulären Mediums, ganz wichtig, nicht einfach irgendwelche Flüssigkeiten, sondern eines granulären Mediums von flüssig zu fest ist und dass ihr euch nicht ärgern solltet, wenn irgendwo mal eine Säule im Weg steht.